Okay. Dann Run Generator. Reden wir nicht über die heiße Kartoffel-Challenge. Jacob Mega-Satan. War das tainted? Ja, es war tainted auch noch. Das werde ich nicht lange versuchen. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich das nicht lange versuchen werde. Und darauf habe ich jetzt schon keine Lust mehr. Schau diesen Raum an. Schau diesen fucking Raum an. Was ist dieser Raum schon wieder? Ich weigere mich so anzufangen. Was war das schon wieder für ein Raum gerade? Also teilweise haben sie den ersten Ebenen einfach solche Abfallräume. Waren das 20 Spinnen im Raum oder so? Was soll das denn? Vor allem später im Spiel kommen auch nicht solche Shit-Räume. Jetzt ist der Typ auch schon wieder da. Vielleicht bekomme ich was Gutes im Goldraum oder so. Wer weiß. Aber wahrscheinlich nicht. Secret Room. Bist du vielleicht zufälligerweise hier? Unter Umständen? Unter Umständen ja. Das bedeutet, ich kann unter Umständen auch direkt in den Cursed Room rein. Und das ist unter Umständen ganz nett. Nee, ist scheiße. Full health. Bad trip. Ich meine, wir hätten es auch in anderen Reihenfolge bekommen können, aber das wäre auch nicht spaßig. Wäre ja auch gar nicht lustig gewesen, wenn es die andere Reihenfolge wäre. Ich meine, Blue Map für 7 Cent nimmt man mal mit. So, Super Secret Room. Wenn ich noch ein paar Cent hätte, könnte ich versuchen, an dem ollen Bagger zu spielen. Aber will ich das? Ich glaube, ich sollte. Ein kleines HP ab, wenn er droppen würde, das wäre schon eine ganz coole Sache. Da hätte ich schon nichts gegen einzuwenden. Es wird auch der erste Tainted Jacob Run, in dem ich nicht versuche, auf Devil Dude zu gehen. Das heißt, das wird auch interessant. Ah, ich glaube, ich werde das Geld lieber aufheben, ehrlich gesagt. Ich hätte das schwarze Herz auch nicht mitnehmen sollen. So haben wir das schwarze Herz hier verloren. Ist okay. Ältestes Item verlieren und dafür 2 weitere Items dazu bekommen. Ich denke, wir kicken direkt die Blue Map, ehrlich gesagt. Cursed Eye und Wavy Cap. Ach, das ist das Spacebar-Item. Das ist doch nicht euer Ernst.
Ich habe doch jetzt nicht wirklich die schlechtesten Items bekommen, die man bekommen kann. Tearstone. Experimental Pill. Range Up. Amnesia. Ja, weiter geht's. Weiter geht's. Cool. Es hätte besser laufen können oder es hätte besser laufen sollen. Ich denke, da machen wir uns nicht, müssen wir uns nichts vormachen. Da wäre mehr drin gewesen. Okay, soweit so gut. Oh! Ah! Gute Seite, gutes Trinket. Okay. Ist auch nicht alles verloren. Ist doch noch nicht ganz alles verloren. Das Trinket will ich nicht. Das ist auch eine gute Menge an Krimskrams. Das war nichts. Aber Spinne, was ist das? Dankeschön. Goldener Schlüssel. Piggy Bank und Kompass. Und Soul Heart. Wir nehmen erstmal das Soul Heart mit. Oh nein, mies. Mies war das. Das war grauenhaft sogar. Aber hey, Charm of the Vampire carried. Wo ist denn der Siggi hier gerade? Außerdem von der Juron 20 Euro. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich hab wohl einen Schlüssel, also was soll's. Ne, Wahnsinn. Also gute Ausbeute war das jetzt auch nicht. Gut war das nicht. Keine Ahnung, wo Super Secret Room ist. Dann steh jetzt mal. Dankeschön. HP up. Jo, und dann gehen wir einfach weiter. Jetzt hier auch von Iso einmal treffen lassen können, wirst du zu The Lost? Wo hätte ich zu The Lost werden sollen? Also wenn ich nicht gerade einen Deal mitnehmen will, warum würde ich das dann wollen? Und ich will keinen Devil Deal. Ach shit, ich kann nicht. Da war ein Abgrund. Wir wollen keine Devil Deals mitnehmen, weil wir zu Mega Satan müssen. Dementsprechend. Habe ich jetzt nicht wirklich Gründe zu loszuwerden. Natürlich auch immer wieder großer Fan von diesem Raum. Ja, und schon bin ich fucking tot. Und schon ist der Run gelaufen. Ich meine, noch ist ja alles möglich. Ich darf nur nicht getroffen werden.
Das heißt, an sich ist ja noch alles machbar. Spider-Mod wäre okay. Ah, fuck. Mein Spider-Mod wäre nicht gut, aber Spider-Mod wäre okay. Secret Room, bist du hier zufälligerweise? Zufälligerweise ja. Und wir bekommen eine Full Health Pille. Ironisch. Das ist ironisch, weil wir keine mehr brauchen! Verzeihung. Krieg den Goldraum, wir gehen weiter. Ich will nicht sterben. So! Soweit so gut, würde ich sagen. Soweit so gut. Wenn du stehen bleibst, dann charged Ison nicht auf dich zu, weil er dich dann in der Diagonal, weil er sich dann in der Diagonal zu dir befindet. Charged nur dann los, wenn er horizontal vertikal zu dir ist. Bei dem Mother Schatten auch so. Nee, ich vertraue dem trotzdem nicht. Hey, Planetarium! Ja, was? Hat sich doch schon gelohnt, den Goldraum auszulassen. Mann, wenn ich jetzt noch die Blue Map hätte. Ach, warte, wird jetzt einer immer automatisch auf der Karte angezeigt? Oder werden die beiden, werden jetzt Secret Rooms generell auf der Karte immer angezeigt? Das wäre ich nämlich ganz frisch. Einer wird angezeigt, das sind insgesamt 3 Stück. Okay, ab der nächsten Ebene. Nein! Warum defaultet es immer auf so eine fucking Pille? Was soll das denn? Hör doch auf damit! Warum defaultet es, wenn man was aufhebt, nicht auf das Item? Jedes Mal aufs Neue verliere ich meine Scheiße deswegen. Jedes Mal aufs Neue. Feuerrate plus 1. Das ist auch akzeptabel. Willkommen, Zombie. Die gute Feuerrate plus 1. Die ist auch, glaube ich, nur für eine Ebene der Bonus. Naja, das ist nur für eine Ebene. Warum sollte man für 2 Ebenen so einen dicken Bonus bekommen? Für mehrere. Wäre doch ein bisschen zu viel des Guten. Full-Karte. Will ich haben. Ich bin bald Lord of the Flies. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe gar keinen Schlüssel mehr. Okay, soweit so gut. Sicherheitsventil, 13 Monate. Resub, Bibi, lieben Dank. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Fliegen. Die Fliegen haben mich gerettet. Gib mal einen Schlüssel, Alter. Nein, einen Schlüssel brauche ich. Das ist kein Schlüssel.
Das ebenfalls nicht. Nehmen wir eine Bombe. Dann kann ich ein bisschen was anfangen. So was? Ich nehme noch den Curse Room mit, wenn wir schon mal hier sind. Wenn ich schon mal gratis reingehen kann. Hallöchen. Hallöchen. Große DPS hier gerade. Du hast keinen Mantel. Ach so, ja, nicht. Ich habe mich rausgefuhrt. Okay, ich glaube, ich bin tot. Ich denke nicht, dass ich diesen Kampf bestehen werde, ohne getroffen zu werden. Hab mich getäuscht. Ich mag es übrigens, dass ich nur HP-Ups bekomme. Überall. Oh nein, 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 nein. Jetzt komm schon. Es ist doch so viel Scheiße auf dem Bild unterwegs. Doch keine Ahnung, was ich hätte machen sollen. War einfach so viel Zeug überall. Den Gabis Täfel anfangen könnte auch anstrengend werden. Ist okay. Warum bekomme ich keine Schlüssel? Was ist die Ausrede von diesem Run? Im letzten... Ist egal, hat sich erledigt. Beim letzten Run hatte ich Guppies, warum ist hier alles voll mit Feuer? Ich Guppies Tail. Was ist diesmal das Problem? Noch einer, der lebt. Schön, 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 schön. Cheers up, HP down. Ist okay, ehrlich gesagt. Ist okay. Sterben sowieso nie, weil mir die HP ausgehen, sondern wegen dem Typen hier. Stark. Was haben wir hier? Reset haben wir hier gehabt. Ich habe nicht vor, mit einem schlechten Item zu starten. Ups. Schlechtes Item. Schlechtes Item. Was ab? Pretty Fly. Cheers up und Pretty Fly ist soweit kein übler Anfang. Ist kein übler Anfang. Oh mein fucking Gott! Manchmal sieht man gewisse Räume, wo man sich denkt, nee, da. Ich werde nicht weitermachen. Judgment? So, das Item kann ganz nett sein. Warte, was mache ich jetzt am besten? Ach, Scheiße. Raum gerade ist mein Favorit unter den Shit-Räumen mit den 80 Spinnen. Ich weiß generell nicht, warum es so viele Räume mit Millionen Spinnen gibt auf der ersten Ebene.
Vor allem, wenn man später, wenn man weiter im Run vorangeschritten ist, dann kommen solche Räume auch nicht mehr. Ist einfach nur komplett am Anfang aus irgendwelchen Gründen. Da ist nichts Relevantes drin. Ich hätte gerne irgendwelche Ressourcen, glaube ich. Vielleicht ein Soul Heart, eine Bombe, ein Schlüssel. Ihr wisst schon, einfach irgendwas. Gerade scheint nicht wirklich irgendwas zu droppen. Aktuell sind aber die Sporentiers ziemlich stark, muss man sagen. Die leisten hervorragende Arbeit. Safety Scissors. Safety Scissors sind doch direkt ein guter Klassiker. Jera. Jera ist nicht übel. Wenn wir einen Tinted Rock bekommen, in dem zwei Soul Hearts drin sind, dann schwimmen wir in Soul Hearts. Ja, ich habe einen Schlüssel. Okay. Wird so gut. Eternal Heart. Soul Heart wäre echt cool gewesen. Sind die Sporen aus Repentance? Ja, ich glaube, die gab es schon in Afterbirth. Sporen gibt es auf. Ich glaube, die gibt es schon länger in dem Spiel. Oder? Die sind neu? Okay. Dann habe ich mich getäuscht. Geht zu Mega Satan. Ich meine, das wäre das Ziel an sich, aber es wird nicht passieren. Naja. Droppt mal noch ein paar Trollbomben hier. Ach Gott. Ich weiß nicht, ob ich zu Mega Satan jetzt. Wenn ich den ersten Deal nicht bekomme, ist das eigentlich auch schon fast ein. Wir werden schauen, wie wir weiterkommen. Die Sporen sind eigentlich ganz gut gerade, aber prinzipiell ist das eigentlich auch schon wieder mit dem Mega-Satan-Ziel. Ist das eigentlich ein Rip-Runner aktuell? Würde ich sagen. Oh, jetzt haben wir einen giftigen Bild hier gerade. Da werde ich richtig giftig. Ich sterbe auch gleich. Bei den Vasen ist halt auch gar nichts mehr drin. 2 Cent. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Da denkt man, man hat schon alles gesehen. Und dann satte 2 Cent. Halbes schwarzes Herz. Wichtig. Wenn wir beim Boss ankommen. Wenn wir jemals beim Boss ankommen sollten. Wenn ihr da hinten versteckt hinter euren Vasen seid, halt auch so ein bisschen nervig. Oh, Soul Heart, stark. Ich denke, den Shop spare ich mir. Ehrlich gesagt. Oh, ich bekomme gerade die Gegner ziemlich schnell down. Das ist ein sehr potenter Bild aktuell.
Oh mein Gott, wir haben den Deal bekommen. Binky, sehr schön. Freunde, 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 wir sind im Spiel. Der Angel Deal ist absolut in Reichweite. Oh, 6 Cent. Hallöchen. Das ist auch noch ein Arsch voll Ressourcen. Und nochmal 2 Cent. Ach ja, ich sehe hier das Zeug nicht. Hm. Nee, komm, gehen wir weiter. Super Secret Room. Ist er hier? Fridolin Dackeldorf. 2 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Ja, das reicht, das reicht, das reicht. Da hat mir ein paar Herzen holen, kann jetzt mal nicht schaden. So, und dann weiter geht's. Ach du Scheiße, nächste L-Ebene. Wenn ich keinen Deal bekomme, ist das mit Mega-Satan, dann hat sich's eigentlich effektiv erledigt. Komm schon. Das ist auch wieder so ein fucking unspaßiger Raum. Wishbone zahlt eh nie aus. War denn Scholl? Nee, ich will nicht nach Scholl. Lass mich in Ruhe damit. Lass mich direkt mal in Ruhe mit der Scheiße. Fuck! Oh nein, Run ist tot. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, wenn 500 Gegner gerade da sind. Ich will auch nicht alles merken. Hm. Mieses Item. Shielded Tears ist okay. Shielded Tears ist okay. Judgment. Gefährlicher Judgment. Höchst brisanter Judgment. Vor allem die 2 Bosse muss ich jetzt machen, ohne getroffen zu werden. Das wird auch so ein fucking Elend. So, willst du mal sterben? Devil? Ja, warum nicht? Er hat nicht die von The Lost wieder normal werden Karte im Angebot gehabt, befürchte ich. Setz doch ein. Ja, Suicide King wäre aktuell natürlich sehr verlockend.
Wäre natürlich sehr verlockend. Aber ich glaube, ich verzichte. Okay, so weit, so gut. Gibt's auch Suicide King Fragezeichen? Ich denke nicht. Suicide King ist ja keine von den Basic-Karten. Ich meine, die Fragezeichen-Varianten sind nur von Karten, die es im Original Isaac gab. Das war gut. Oh, das war gut. Halfab. Nicht übel. Jetzt weiß ich, ich leg noch eine Bombe. Und wir haben 3 Bomben zurückbekommen. Das ist eine okay Ausbeute. Shit. Okay. Suchen wir mal nach den Bossen. Das sind nicht die Bosse. Okay. Okay, dann los geht's. Mich beschleicht das Gefühl, dass er eine gewisse Resistenz gegen Gift hat. Ich habe keine Ahnung, ob Giftresistenz in dem Spiel übrigens eine Sache ist. Das Protokoll. Ball of Bandages. Spinne hat mich erwischt. Der Run ist gerettet. Der Run ist tot. Oh, ich hab doch nach unten gedrückt. Vielleicht bekomme ich einen fucking Orbital. Können wir die Lieblingsstrategie von Chat verwenden? Ja, warte, können wir generell. Ich kann jetzt generell einfach hier im Raum stehen bleiben. Das klappt ganz gut soweit. Versuchen wir es einfach. Run ist so gesehen schon gewonnen. Ja, ich muss mich nur schnell genug und verwundbar machen. Nee, was passiert jetzt? Er sprintet jetzt nicht mehr auf mich zu. Was mache ich jetzt? Das ist fucking dämlich. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mit Animasola kann man ihn losschicken. Ja, ich bin nicht mehr verwundbar, wenn ich ein Item einsetze. Oder doch? Versuchen wir Technology 2. Ich habe in letzter Zeit oft Technology 2 einfach weggelegt. Aktuell bin ich in Technology 2 Stimmung. Vor allem weiß ich Technology 2 jetzt sehr viel mehr zu schätzen, nachdem wir gerade fast den Nord Leaf Run gemacht haben. Der einfach die langweiligste Scheiße war, die es nur gibt. Dementsprechend ist das jetzt super spaßig im Vergleich dazu. Wann Tech 3? Ich meine, es gibt Tech 0.
Aber warum? Aber warum war das jetzt ein Crash? Es war nicht mal sonderlich viel los. Wie, die nehmen jetzt meinen Technology 2 Run. Nee, den behalte ich scheinbar bei. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Übrigens, was ich mal eben noch anmerken möchte. Der gute Stream über den Mobile Hotspot. Immer noch 0 gedroppte Frames heute den gesamten Stream über. Es scheint soweit wirklich sehr stabil zu funktionieren. Schrottspot. So neidisch, weil du 4-mal so viel pro Monat zahlst wie ich. Kann ich auch nichts dafür. Lass mich kurz rausquitten. Ich habe 5G, du Versager. Ja, habe ich auch, aber ich habe kein Handy, das 5G unterstützt. Das liegt aber nicht an meinem Tarif, okay? Oh, ist schön. Eine Bombe. Ich glaube, ich werde das aber ohne Bombe mitnehmen. Dann legen wir hier eine. 2 Soul Hearts. Streamst du über Hotspot vom Handy? Ja. Und seitdem habe ich keine Internetprobleme mehr im Stream. Mein PC hat eh so ein eingebautes WLAN-Teil. Ich habe das Handy halt an Ladegerät und neben dem PC gelegt und ja. Es läuft sehr viel stabiler als mein reguläres Internet. Ich weiß, bei Technology 2 habe ich ein gutes Gefühl. Wir haben ein gutes Gefühl bei Technology 2 hier gerade. Kündigst du das reguläre Internet? Nein. Nein, nein, nein. Der Upload ist sehr stabil über den Hotspot, aber der Download ist mies. Der Download ist maximal 70 oder so. In meinem eigentlichen Tarif habe ich 500. Das heißt, das würde ich doch mit dem fucking 70er Download, da werde ich nicht fertig. Hast du unbegrenztes Internet auf dem Handy? Klar. Sonst wäre das kein langer Stream, den wir hier machen könnten. sonst wäre die Kapazität schnell leer oder voll, je nachdem, erreicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man redet. Sag ihr es mir. Ein 70er Download wäre schon ein Traum für mich. Ich meine, ich zahle für mein mobiles Internet. Das war die Sache, wenn man Vodafone-Kunde ist, bekommt man ein gutes Angebot. Ich zahle halt jetzt 30 Euro pro Monat für unbegrenzt und nach einem Jahr geht es auf 40 hoch, was immer noch okay ist. Ist unbegrenzt mittlerweile nicht Standard. Nicht in Deutschland auf jeden Fall. Nicht in Deutschland. Aber Botfly wäre so gut. Nein! Diese 5 Euro extra gemacht jetzt für unbegrenzt. Welche 5 Euro? Wo kam mit 5 Euro in der Rechnung vor? Zahlen waren 30 und 40 und nicht 5. Das war ein Müll-Item. Ich habe nicht mal einen Handyvertrag, TBH. Ich hatte davor auch nie einen.
Oh ja, wie gesagt, das ist, sie haben ein gutes Angebot rausgehauen. Da dachte ich mir, ich könnte es mal versuchen. Kostet halt jetzt, davor habe ich sonst immer für 4 Gigabyte 15 Euro pro Monat gezahlt. Jetzt habe ich unbegrenzt für 30. plus 5 ist 40. Ja. Als Tipp, vielleicht ist das für einige was. Über Telekom als Magenta 1 Kunde mit Zusatzkarte bekommt man unlimited Daten für 30 Euro. Ich meine, es klingt nach dem gleichen Angebot, was Vodafone auch hat, aber ja. Stimmt nett. Meins. Mal Abstand, Kollege Schnürschuh. Range, Shot Speed, ab und ein schwarzes Herz. Nicht der größte Fan davon, ehrlich gesagt, aber wir düsen einfach mal weiter. Mein Handyvertrag kostet immer zwischen 25 und 30 Tacken, aber da ist dann auch alle 2 Jahre ein relativ aktuelles neues Handy drin. Nee, da bin ich bei meinem geblieben. Wollte mir kein fucking Vertragshandy zulegen. Vor allem dachte ich, ich brauche nicht wirklich ein neues, aber an sich. Neues wäre nicht verkehrt gewesen, weil ich dann 5G nutzen könnte, aber gleichzeitig ist halt auch die Sache. Ich habe bisher, seit ich über den Hotspot gestreamt habe, auch mit der 7500er Bitrate, ich habe seitdem nicht einen einzigen Frame gedroppt, also. Wäre es überhaupt nötig? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was hast du für ein Handy? Ich habe das Huawei P30 Pro. Das ist kein Einsteigergerät. Das ist eine Pro-Version. Ja, das hat halt zu der Zeit hatten Handys an sich, scheinbar, wie ich im Nachhinein erfahren habe, 5G, aber das aus irgendwelchen Gründen nicht. Aber ist auch nicht so. Ist auch eher relativ günstig. Jo. Da würde ich gerne ran. Oh! Mächtig! Wie gesagt, ich habe nicht vor, mir jetzt ein neues Handy zuzulegen, da ich keine Probleme habe und ja. War okay. Huawei und 5G war so eine Sache, aber dann müssen wir jetzt das ganze Thema aufgreifen. Ich glaube nicht, dass das zwangsweise damit zu tun hat, dass er speziell dieses Handy kein 5G unterstützt. Ich glaube, es war eher was, wo sie Kosten gespart haben. Würde ich mal spontan behaupten. Gott, ich hasse diesen Raum so sehr gerade, wisst ihr das? Dankeschön. Er hat mir doch auch schon lange nicht mehr. Den alten Bombino. Au. Okay, ich habe noch eine Bombe dabei, sehr schön. Aber kein Angel Deal für mich. Bisschen uncool, aber gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Ja, ich erinnere mich noch, als die ganze Sache mit der 5G-Ausbau war, wo die Frage war, oh, wollen wir, soll es Ericsson machen oder Huawei, ist halt die Frage, oh wow, ja, sollte es jemand aus der EU machen oder China, ist ja, Mann,
Ist ja echt schwer zu entscheiden. Wem würde ich denn mit meinen Daten eher vertrauen? Ich finde, das ist eine Sache, wo man durchaus ein bisschen sparen kann. China Kontrolle über das Internet geben kann. Ich denke, da wird nichts schief gehen. Ich meine, wir haben auch Gas von Russland abhängig gemacht. Das ist doch auch super ausgegangen. Das ist einfach so eine gute Idee. Ich habe keine Ahnung, wer es im Endeffekt gemacht hat, aber meine Güte. Kann es überhaupt eine Debatte sein? Jetzt bin ich fucked. Ich weiß nicht ganz, wie ich das geschafft habe, aber soll mir nur recht sein. Soll mir nur recht sein. Classic Pringles sind nicht mal so gut. Nein, ich liebe Classic Pringles. Halte ich jetzt mal zurück. Wir werfen es einfach raus. Ich wollte gerade anfangen zu fragen, schützt Book of Shadows vor dem Knaben hier? Wir werden es einfach rausfinden. Ich denke, das ist der sinnvolle Weg. Ja, tut es? Dann brauchen wir Book of Shadows. Dann ist das ein ganz klarer Book of Shadows Run. Und generell sollte ich eigentlich auch mitnehmen, wenn ich dann der Lost bin, ist es auch super hilfreich. Gefährlich. Ich hab's überlebt. So, jetzt gab hier nochmal einen für Soul Heart. Ja, wir kehren nochmal dahin zurück. Aber wisst ihr, was mir gerade einfällt? Es hat nicht wirklich was mit irgendwas zu tun, aber... Als ich in dem Kurzurlaub war, hatten wir ja natürlich im Hotel Fernsehen, wie es üblich ist bei Hotels. Das heißt, da habe ich dann nach Ewigkeit wieder Fernsehen geschaut und... Oh mein Gott, das war fucking stark. Und eine Sache, die ich angeschaut habe, war... Oh Gott... Ah, das lief auf Comedy Central. Da lief Bob's Burgers, was ich davor ein bisschen geschaut habe. Wisst ihr was? Lass mich die Geschichte kurz, pausieren und die Geschichte erzählen. Sonst wird irgendwas schrecklich schief gehen. Genau, Bob's Burgers lief da. War es überhaupt? Wir waren in Köln. Ich hatte davor Bob's Burgers vor Jahren mal geschaut, aber ich fand es da nicht so interessant. Ich habe ein paar Folgen geschaut, dachte ich mir, ja, ist eigentlich ganz nett. Und dann habe ich, als ich zu Hause war, geschaut, wo man streamen kann. Haben sie bei Disney Plus. Und ich habe seitdem, ich bin jetzt, glaube ich, bei der Hälfte von Staffel 2. Und ich denke, Bob's Burgers ist schwer in Ordnung. Ich weiß, ich hab super viel Spaß mit der Serie. Das war meine Geschichte. Ah, das fucking So, jetzt bin ich bereit. Jetzt mal sterben, fucking Engel. Auch letztens durchgebinged, richtig chillige Serie. Ich weiß noch nicht ganz, ob es wirklich 12 Seasons braucht, aber bisher ziemlich spaßig. Schwert mit dem Buch ist richtig stark. Oh ja, das ist eine gute Kombination. Ne, komm, wir gehen auf Watch Battery. Oh Gott. Ah, ich weiß nicht, ob Bob's Burgers so gut ist wie Bob's Brain. Muss ich leider gestehen. Denn da fällt es mir doch schwer, einen Sieger zu küren. Wenn man
Das. Das mit. Nehmen wir das mit. Und dann hoffen wir, dass es mal klappt. Weil du bei Pinsamt hast du schon gesagt. War ganz nett. Ich denke, ich werde in der Ersatzbank dann größtenteils. Ach, shit. Darüber reden. Ich denke, das bietet sich an, über ein paar Dinge, Erlebnisse zu reden. Im Shop könnte auch der Secret Room sein. Ich will jetzt eigentlich nicht meine ganzen Bomben verschwenden, aber man will ja auch den Sigi mitnehmen. Es war eine Bombenverschwendung. Lass mal nicht Samsons Locke mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt euch den Dom nicht eingetan. Die Treppe nach oben war grausam. Definiere die Treppe nach oben. Ich wünsche, ich hätte jetzt nicht die Retrovision. Die Rolltreppe ins Nichts. Ja, die ist nicht so gut. Oh Gott. Gar kein Fan von diesem Raum hier gerade. Wie erwischt die mich auch die ganze Zeit? So eine Scheiße. Ah, shit, wer hat die Botfly noch in der Arcade? Oh nein, die Botfly wäre gut gewesen. Oh nein. Shit. Shit, 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 shit. Shit. Vielleicht ein bisschen gewagt gerade. Okay. Wandertreppe, eng, richtig unangenehm, vor allem bei Gegenverkehr. Wendetreppe. Ne, wir sind nicht ganz hochgegangen, es war eh so fucking voll. Ich glaube, dafür hätte man auch Eintritt zahlen müssen und so, und wollten nur mal kurz reinschauen, weil wir eh da waren. Aber ja. Der Typ am Eingang hat mich eh angeschrien, dass ich irgendwie meine Mütze absetzen soll, und da habe ich nicht ganz zugehört, und dann hat er mich ein bisschen bedroht. Das war komisch. Die Geistlichen aus Köln sind sehr aggressiv, habe ich gelernt. Oh nein, Gott! Ich denke, kommen wir zu mit Technology 2, ist das schwer in Ordnung. So. Jetzt darf ich nur nicht sterben. Nur nicht sterben. Wird doch ganz einfach, oder? Ich denke, das wird einfach. Ist ja kein Problem. Ich wüsste nicht, was schief gehen soll. Vielleicht der Sig. Ich glaube, da habe ich schon gespielt, oder? Nee. Nee, habe ich nicht. Ich hätte nichts gegen den Schlüssel, muss ich sagen.
Ah, wir haben drüben noch eine Batterie liegen. Oh, ich kann jetzt auch die ganzen Kisten mitnehmen. Ich nehme die Batterie mit und dann die ganzen Kisten da weiter oben. Ich denke, das ist keine verkehrte Sache. Warum Mütze ab? Was soll das? Keine Ahnung. Wird irgend so ein Kirchenschabernack sein. Ihr wisst ja, wie die sind. Boomer-Gesetz? Na, ich habe mehr aus dem Mittelalter so ein Scheiße zu sein. Oh Gott. Wegzuhüpfen. Bleib doch mal da. Und ja, Sperr mit dem. Oh! Fucking Gott! Wir gehen jetzt weiter. Nennt man Respekt, kennt man heutzutage nicht mehr. Inwiefern ist es respektvoll, die Mütze abzusetzen? Mein respektvoller Freund der alten Schule. Inwiefern ist die Mütze respektlos? Ich vermute, der Grund ist, weil es halt so ist. Das normalen Innenräumen die Mütze abzusetzen. Nicht wirklich? In der Schule vielleicht oder so, wo sie gemeckert haben? Ganz vorsichtig. Das Mittelalter, wo man Helm abgenommen hat, um zu zeigen, dass man in Frieden kommt. Ja, das sehe ich. Ja, jetzt gesehen gerade. Und ihr dachtet, ich würde jetzt reinscheißen. Da habt ihr euch wohl getäuscht. Im Shop war ich noch nicht hier. Ich hasse diesen Raum hier. Ich kam nicht in Frieden damals in der Schule. Ich sehe schon. Ein guter Abi-Streich. Das Motto unserer Klasse ist es, die Mütze aufzubehalten in Innenräumen. Autoritätspersonen hassen dieses Kostüm. Das wollte ich nicht, aber ist okay. Ein paar Schlüssel können ja nicht schaden. Spider-Mod kann auch nicht schaden. Gut, dann weiter geht's. Ich setze meine Mütze nicht Abi 2012. Boah, das war mächtig. Warum der Devil Deal? Warum der Devil Deal? Wir brauchen Mega Satan. Dementsprechend, wir gehen natürlich mit Polaroid. Ich will gar nicht erst reinschauen. Nee, wir werden auch nicht. Wir werden nicht unsere Zeit hiermit verschwenden.
Im Deal hätte Krampus sein können. Weiß ja, wie man sagt. Hätte. Fahrradkette. Oh mein fucking Gott. Ich bin tot. Ich werde jetzt einfach sterben. Unfassbar. Ich habe einfach so viel Schaden genommen. Habe ich Scheiße gesehen gerade. Wooden Spoon. Auf einmal sind meine HP weg. Nichts mehr übrig. Kein Kran für mich. Komm, solange der Knabe noch nicht da ist, hoffen wir, dass wir eine Solar draus bekommen. Könnte Balls of Steel sein. Naja. Shit, falscher Knopf. Tears down. Naja. Naja, war dann doch nicht so effizient. Außerdem, ich bin wirklich fast tot. Tja. Dankeschön, Zap. Sehr hilfreich. Sehr hilfreich. Sehr cool auf jeden Fall. Beste Sache ist, wenn ich den Deal nicht bekomme auf dieser Ebene, dann können wir sowieso nicht zu Mega-Satan. Also okay, ich werde eh sterben. Ich habe das Gefühl, der eine Raum mit den ganzen Augen war ziemlich uncool für diesen Run. Möchte ich mal so den Raum werfen. Okay. Soweit so gut, soweit so gut. Ja, was auch immer, das war der Jacob, ich habe keine Lust mehr. So, dann lass mich noch einmal auf den Random-Button drücken. Was wird morgen gestreamt? Wir werden morgen auf jeden Fall Elden Ring machen, vielleicht danach noch ein bisschen was anderes, mal schauen. Warum sind heute alle gegen mich? Ne, warte, ich will Item Room Start machen. Ich will nämlich gar nicht erst mit dem schlechten Item anfangen, mit Tainted Jacob. The stars. Delirium! Delirium! Das sind du und du und ich, weil der 1. April heute ist, ja. Yeah. Ich denke auch. Nee, Knockback ist auch shit. Glaube ich. Ist okay, wir nehmen es mit. Ich meine, es ist lustig. Wenn es zweimal nacheinander kommt, dann muss man es mitnehmen. Da will das Spiel einem damit was mitteilen. Oh, oh Gott. Oh, ich hasse es. Nee, ich habe keine Lust auf diesen Raum. Wir machen nochmal neu. Tiers ab, wisst ihr was? Damit fangen wir an. Hauptsächlich deswegen, weil der nächste Run gesegnet sein wird, denn im nächsten Run haben wir ein Bonus-Item zum Start. Warte bitte. Okay, jetzt kannst du losdüsen, keine Ahnung. Gilt Bonus-Item auch beim Restart? Ich habe nicht vor zu restarten. Sollte es wahrscheinlich, aber wir werden nicht restarten. Wir machen jetzt fair und ehrlich. Hm.
Ich meine, dieses 0,7 Tier-Sub ist halt auch nicht verkehrt für den Anfang. Das ist gutes DPS-Plus. Na, das war mies. Doch, komm schon. Doch. Na schön. Ah, das wollte ich nicht. Dann wiederum. Ich habe Soulout bekommen. Okay, weiter geht's. Keine Zeit zu verlieren. Wir müssen zu. Hasch! Fair und Quadrat. Ja, wir machen das. Fair und Quadrat. Vielleicht wird sich herausstellen, dass der magische Trick mit Tainted Jacob, der ist einfach generell immer schnell zu spielen. Wer weiß. Ich meine, wahrscheinlich nicht, aber wir werden es herausfinden. Ich werde es geradezu darauf anlegen. Ist in Ordnung. Ich befürchte, es ist kein Run, in dem ich sonderlich viel Geld auftreiben werde, aber ist an sich natürlich nicht verkehrt. Ich wünschte, ich hätte jetzt nicht schon meinen Soulout wieder verloren, aber so ist manchmal das Leben. Oh, Lucky Penny sogar. Da gebe ich nur Damage ab, der gibt auch noch einen Luck ab. Und Leute dachten nach all den Stunden Eisiges irgendwann der Luck ab. Da lagen sie wohl falsch. Versteht ihr? Ist okay, wenn ihr dumm seid, ihr müsst es noch nicht verstehen. Gutes Wortspiel, danke. Das war echt clever. So, dieser Run wird fair und Quadrat. Sollten wir nicht vergessen. Ich habe so eine gute Feuerrate. Ich kann ruhig noch ein bisschen in die Feuer losgehen. Oh, das war ein Erlebnis. Ich glaube, da ich Money Equals Power habe, wird sich der Lucky Penny auszahlen. Ehrlich gesagt. Ist halt ein guter Weg, um noch ein bisschen Geld zu bekommen. Hat keiner erwischt, hat das okay. Wir wollen ja nicht, dass sich jemand hier zu viel Mühe ergibt. Dann würde ich gerne noch den Schlüssel mitnehmen. Dann nehmen wir das. Und weiter geht's. Der niedrigste Stat ist Speed, wie es aussieht. Ja, einfach weiter, einfach weiter. Nächsten Shop ist Deep Pockets. Ich habe doch gar kein Geld für einen Shop. Ich sage es euch, so ein Soul Heart gerade eben, das wäre echt erfrischend gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Jetzt sollte ich nicht mehr getroffen werden, besser. Oh, nein! Da sind die Treffer. Ich bin fast tot. Aber ist okay, dafür ist ja auch der Tinted Rock. Wir nehmen direkt alles mit, denn ich habe keine Zeit zu verlieren. Ach du meine Fresse. Mein Soulout ist direkt instant weg. Tears down? Ich muss sagen, das läuft gerade nicht mehr gut. Es läuft gerade überhaupt nicht mehr gut. Ich bin fast tot.
Mit dem Run bin ich nicht zufrieden. Es war ein glücklicher Run, so lange bis es nicht mehr war. Ja, jetzt habe ich alles verloren. Das heißt, wir gehen rein. Ist das? Credit Card. Wir machen erstmal Stars. Hosthead. Also wirklich hilfreich ist der jetzt ja nicht. Piggy Bank ist gut. Unter Umständen. Wenn ich noch die Gelegenheit bekomme, getroffen zu werden und zu leben. Oh mein Gott. Yeah! Wir sind zurück! Wieso hast du External Item Descriptions aus? Habe ich? Sollte ich nicht aushaben, oder? Ich weiß, dass der Raum gerade sehr verlockend war, aber ich traue mich nicht. Hat er alle einfach gekillt? Was ist eine Maschine? Eine Tötungsmaschine. Oh, 5 Cent. Starke 5 Cent aus dem Wooden Nickel. Was denn, tu nicht gut? War absehbar. Okay. Ludo. Ludo wird mich sehr verwirren, wenn erstmal der andere spawnt, aber mal schauen. Mal schauen. Zum guten Ludo-Run sollte man ja auch nicht Nein sagen, einfach so. Vor allem mit so einer Feuerrate. Wir müssen nur Brimstone bekommen und dann... Dann leben wir das gute Leben, okay? Wir müssen nur den Brimstone irgendwo auftreiben. Scatterworms sind natürlich auch höchst scheiße. Ich weiß nicht, ob ich sie mitgenommen habe. Hier wurde gerade eben der eine Sprengfels nicht weggesprengt. Der mit der Bombe drin. So, wir haben Soul Heart. So weit, so gut. That's Lost Coin. Aber warte, ich hätte die Kiste doch einfach so mitnehmen können, damit ich drüber fliegen kann. Wenn ich der Lost bin. Upsi. Weiter geht's. Bekommt der Charles Lost in Free Devil Deal Item? Ja, yeah, das sollte ich wahrscheinlich, darauf sollte ich wahrscheinlich auch gehen. Das wäre ganz gut. Spreng ich doch selbst in die Luft. Oh Gott, sei doch jetzt nicht so. So nervig. Oh, ganzes Herz. Berührungsschaden wirklich. War nicht nötig. Das war nicht nötig. Ach Gott.
Der Run ist wahrscheinlich tot, okay? Aber vielleicht lebt er auch noch. Sollen wir jetzt mal nicht unterschätzen. Er könnte auch noch weiterleben. Und jeder Run muss immer sofort tot sein. Starkes Herz. Nicht, dass mir was bringt gerade, aber ich sehe gerne, dass der Herzen spawnen. Nee. Dieser Raum ist gerade auch höchst anstrengend. Dafür mache ich mir nicht mal die Mühe reinzugehen, okay? Ja, ein bisschen Shotspeed wäre eine ganz coole Sache gerade. So ein ganz kleines bisschen. Schau in den Shop. Nein. Wirklich kein Geld rausbekommen? Uncoole Sache ist das. Okay. Gehen wir direkt zum Boss weiter. Hat nicht so gut geklappt. Das Gefühl, es wird auch generell ein bisschen noch ein nerviger Kampf, aber man macht Ludo guten Schaden. Okay, Damage up. Nee, ich will nichts hiervon, ehrlich gesagt. Nein! Ausgerechnet Missing Page 2. Fantastisch. Ich schätze, es ist nicht komplett nutzlos, aber es ist schon sehr nutzlos. Obsessed Fan. Auch nicht ganz, was ich mir gewünscht habe. Oh, Credit Card. Zählt Credit Card auch für Devil Deals? Das wäre nämlich höchst hilfreich. Oder zählt die nur für Shops? Auch für Devil Deals? Oh, das ist gut. Wenn wir noch einen Devil Deal erleben werden, dann wird das ziemlich gut sein. Wenn wir noch einen erleben werden. Oh, ich hasse den Cursed Skull. Cursed Skull ist so eine Scheiße. Oh, das war gut. Restock, Soul Heart. Ich nehme das Soul Heart mit und dann hau ich ab. Ich habe das Gefühl, ich bin bisher ganz zufrieden mit Ludo in dem Run, ehrlich gesagt. Auch wenn Leute das nicht gerne hören. Thank you.
Kein Deal. Aber ich nehme mal das mit. Damit wir mehr Fliegen spawnen. Und dann, ich gehe einfach weiter. Keine Zeit verlieren, keine Zeit verlieren. Ich hätte nach dem Sigi noch suchen können, aber... Ich will auch ein bisschen hurtig unterwegs sein, versteht ihr? Dann bleibt weniger Zeit, in der ich sterben kann. Weil der andere Shitgeist in mich reinfliegt. Und das ist wichtige Zeit für mich. Die Nicht-Sterbezeit. So, da rechts ist der Secret Room, da bin ich mir relativ sicher. Au. Nee, mir ist auch gar nicht zumute, danach mit den Pillen zu experimentieren heute. Habe ich gar keine Lust drauf. Geh mal alle weg! Ich habe zu wenig Shotspeed für sowas. So eine Scheiße. Okay, die Pille werden wir mal verwenden. Warum habe ich es überhaupt versucht? Was habe ich erwartet, was passiert? In Runs wie dem ist das Risiko, dass Scheiße rauskommt, viel zu groß. Nein! Gott! Es defaultet immer zu dem... Warum defaultet es nicht zu dem Item? Sondern immer zu dieser fucking Karte. Jedes Mal aufs Neue. Oh mein fucking Gott. Jetzt lass mich gehen. Terror Seas, 4 Monate, Resub, wie lieben Dank. Es kostet mich 10 Jahre meines Lebens, die ich durch Stress verliere wegen solchen Aktionen. Mein Gott. Aber ernsthaft, warum defaultet es nicht zu dem fucking Item? Das ist so irritierend für mich, jedes Mal aufs Neue. Weil wir hatten Tinted Rock hier irgendwo. Ich habe keinen gesehen. War der in einem Challenge Room oder so? Oh Gott, geh weg. Ich hab keine Ahnung. Das war gut. Das war gut. Was ist mit dem Tinted Rock? Warum ist da keine Erklärung? Also vermute ich, dass da keiner ist. Dass mein guter Wille hier einfach nur ausgenutzt wird. Auf der letzten Ebene. War die Nachricht aber reichlich spät. Goldraum. Äh.
Muss ich haben. Muss ich alle haben. Ne, komm, wir nehmen die Car Battery mit. Car Battery hat so viel Potenzial. Die muss ich einfach mitnehmen. Secret Room Item wäre natürlich auch verlockend gewesen, aber Car Battery. Wisst ihr, wie die reinschmettern wird? Wo ist meine Träne? Oh mein Gott, sie ist immer noch so langsam. Ich muss doch irgendwann mal schneller werden. Ich kann doch so nicht weitergehen. Ich brauche die Münzen. Okay. So weit, so gut. Ich sage es euch, die beiden Rotten Hearts. Die leisten auch so viel Arbeit in diesem Run. So viel Arbeit, das würdet ihr mir gar nicht glauben. Ich habe noch nie jemanden so sehr arbeiten gesehen wie diese Rotten Hearts. Wer wurde gerade eben da drüben ge... Was? Warum schon wieder so ein stationärer Schulze überhaupt? Geh mir ein bisschen auf die Nerven. Komm mal her. Wie wird das? Und weiter geht's. Wegen der Car Battery muss ich zweimal drücken, um Isor loszuschicken. Das verstehe ich nicht wirklich. Geben Luck und ein Damage ab. Moment, Luck und ein HP ab, weil ich einen Soul Heart bekommen habe. Aber alles, was ich rausgeholt habe, ist sowieso schon wieder weg. Ach, okay. Scheiße. Oh Gott, ich verliere meine ganzen Herzen. Oh. Problem ist, dass der Run immer noch irgendwie echt schwach ist. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich in dem Run irgendwie irgendwas noch schaffen soll. Das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Wie viel Zeit haben wir? Pass auf. Ich werde jetzt noch einen Goldraum versuchen hier mitzunehmen. Vielleicht hat er diesmal was Gutes. Ich will nämlich auf jeden Fall auf Boss Rush gehen. Das Gefühl, den sollte ich schon versuchen mitzunehmen. Ich mag es übrigens auch, dass ich wirklich keinen Shotspeed ab im Laufe des Runs bekomme. Oh, die geben HP, die geben Soul Heart. Das ist wichtig. Das ist wichtig für mich. Danke, Jungs.
Gott, dieser Raum! Ganze Situation hier gerade. Oh Gott. Viele HP sind noch nicht mehr übrig. Ich brauche kein weiteres Rotten Heart. Ich habe genug. Hätte ja sein können, dass ein Soulheart rauskommt. Außerdem geschmeidiger Zehner. Ziemlich gut. Okay. Wichtige Ausbeute. Wichtige Ausbeute war das gerade. Ich habe auch nicht mehr viel Zeit übrig. Hier ist... Oh nein. Was? Was ist denn hier? Oh, was ist jetzt schon wieder passiert? Warum? Warum wurde jetzt ewig nicht losge... Ich kann die hier nicht erwischen. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, was ich. Ich sehe nichts. Das ist doch nicht euer fucking Ernst! Ich wollte gerade sagen, wenn das nicht der beste Shop aller Zeiten wird, habe ich ein Problem. Das ist nicht der beste Shop aller Zeiten. Boss Rush ist nicht mehr drin. Ich glaube, ich werde generell sterben. Gott, dieser fucking Raum gerade! Wie hätte ich denn den mit Ludo irgendwie halbwegs vernünftig machen sollen? Oh, es ist wieder alles Shit. Es ist wieder alles Shit. Ist das Secret Room wenigstens hier? Nein. Manchmal muss ich zweimal R drücken, damit er losrast, aber nicht immer. Einfach nur manchmal. Gerade so oft genug, damit es einfach nur scheiß irritierend ist und ich keine Ahnung habe, was ich jetzt, wie oft ich drücken muss und wann er losrast. Das ist fantastisch. Carpentry mit Tainted Jacob würde ich nicht empfehlen. Was passiert jetzt? Der ist einfach nur Tag X oder was? Ich bin tot. Chariot. Okay, ich habe wirklich keine HP und Take X kam jetzt so spät. Da drüben ist ein Soulheart, da drüben ist ein Soulheart, da ist ein Soulheart gedroppt. Da ist ein Soulheart gedroppt. Lucky Penny. Soulheart ist so wichtig. Er hat es nicht gemacht. Er hat nicht getroffen. Er ist nicht losgerast wieder.
Ich weiß ja nicht, was ich machen soll, wenn Gott, die Car Battery war so scheiße. Die hat so viel ruiniert. Ja. Lass mal mitnehmen. Lass mal mitnehmen. Und der Sieg ist auf der Karte markiert. Nehmen wir auch noch mit. Ah ne, der ist schon frei. Ich war noch nicht drin aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich, weil ich ihn übersehen habe. Ich wünsche, ich hätte Kroketten im Haus. Ich meine, niemand hindert dich daran, dir welche zu holen. Glaube ich. Okay. Also, ich habe 6,16 Damage inzwischen. Das ist ordentlich. Okay, pass mal auf. Nicht sicher, ob es Zeitverschwendung ist, aber... Wir haben so viele Herzen hier. Warte, sind jetzt alle meine Herzen gebrochene Herzen? Oh, dieses fucking Item. Ich wusste nicht, dass die direkt zu gebrochenen Herzen werden, sobald ich Schaden nehme. Da haben wir jetzt eh verkackt. Das Herz-Item ist absolute Scheiße. Naja, weil ich als The Lost wahrscheinlich sonst gestorben wäre, oder? Das war wahrscheinlich das Problem. Na, wie auch immer, wir sind tot. Gibt's Möglichkeit, die loszuwerden? Ja, aber... Nee. So weit gelaufen. Auch ziemlich mies. Nee. Ja, yeah, das ist ein Item. Mit dem Fötus-Doktor fangen wir gar nicht erst an. Ich habe das Gefühl, bei mir ist in Repentance irgendwie, Polyphem ist das häufigste Tier 4-Item. Das bekomme ich oft. Jetzt das nicht an. Jetzt hatten wir sogar in dem anderen Tented Jacob Run, der relativ weit kam. Und zwar mit Technology 2. Wenn ich gerade drüber nachdenke. Oh Gott, falsche Richtung. Komm schon, die letzte hättest du jetzt auch noch killen können. Hä, was ist der Sinn hinter diesem fucking Raum? Was soll denn das? Sind Gegner hinter dem Fass und wenn man das Fass abschießt, sind sie alle tot, oder was? Was ist der Sinn dahinter? Booster Pack. Chariot, Devil, Ace of Clubs, Ace of Diamonds, Ace of Hearts. Shit, nehmen wir Ace of Diamonds mit. Kann ich einen Sigi eigentlich an sich noch versuchen? Der sollte sich hier befinden. Auf jeden Fall kann ich einen XL-Raum, wenn er voll mit Gegnern ist, ziemlich nerven, kann ich den eigentlich relativ schnell dann loswerden mit Ace of Diamonds. Das ist ganz nett. Und hey, der Geist rast wieder dann los, wenn ich's will. Und nicht nachdem ich fünfmal gedrückt habe. Mies!
Ey, wir werden nur zu halben Herzen. So eine Scheiße. Okay. Ich habe wieder keinen Soulheart bekommen auf der ersten Ebene. Was immer, ist immer ein guter Anfang. Da weiß man immer, dass der Run gut laufen wird. Wenn es damit losgeht, dass man sowas Fundamentales nicht bekommt. Egal, hier ist eins. Ace of Diamonds. Ace of Diamonds. Maggie's Ball ist schwer in Ordnung. Wenn wir noch ein bisschen rote Herzen ansammeln können, dann kann ich damit was anfangen. So. Richtiger Shitraum. Das war zu gut. Und da haben wir auch schon den Boss. An sich wäre ich noch gern zum Shop rein, aber... Ah, fuck. Aber ihr seht ja selber, es läuft nicht so gut. Versuchen wir es. Sag mal, bringst du auch was gegen diese Tiers von oben oder eher nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Highfly löst halt wirklich das Problem in dem Run nicht so wirklich. Aber es ist halt eins der besten defensiven Items, wenn nicht das beste defensive Item. Kann ich das wohl kaum nicht mitnehmen. Eine Karte, Temperance. Temperance. Oh, Soulheart! Soulheart ist wichtig für die nächste Ebene. Du schon wieder? Aber diesmal bin ich vorbereitet. So bin ich vorbereitet auf jemanden wie dich. Schon wieder Booster Pack, wirklich? Ich werde das fucking Booster Pack nicht die ganze Zeit bekommen. Außerdem von C4Me, frischer Sub, wie lieben Dank. Das Problem, wenn wir nur Holy Mantle lösen, sonst nichts. Ja, aber wenn ich Gegner super schnell killen kann, hilft das auch schon ungemein weiter. Egal, das ist der letzte Versuch, okay? Wenn der Versuch nirgendwo hinführt, dann was auch immer. Dann war es das soweit auch wieder mit Tainted Jacob. Dann habe ich es heute mal wieder versucht. Habe ich heute viel Zeit mit Tainted Jacob investiert und nichts geschafft. Darauf wird es sehr wahrscheinlich hinauslaufen. Ich habe keinen Schlüssel. Immer noch kein Schlüssel. Hm.
Immer noch kein Schlüssel. Schlüssel! Für Neuigkeiten, ich hab einen. Ja, ich habe Cypher als erstes Item bekommen, also das erwarte ich, was sonst als nächstes kommen wird. Das war ein mächtiger Raum. Ne, da schaue ich in den Shop rein. Ja, könnte noch hilfreich werden. Die guten Jumper-Cable. Shit, falscher Knopf. Mein Boneheart ist wieder leer. Es ist wieder voll gute Neuigkeiten. Ich bekomme gerade eine Menge Zeug aus Kisten in diesem Run. Ich kann halt wirklich mich einfach nicht auf dieses ganze Zeug auf einmal konzentrieren. Gegner und dann auf den, der zusätzlich noch die ganze Zeit auf mich zustürmt oder nicht. Ich glaube nicht, dass ich das jemals hinbekommen werde, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass ich es jemals lernen werde. Wir haben nichts mit Tante Jacob heute geschafft. Ist er nicht immer noch Tante Jacob, ist es wieder Tante Jacob. Denn der fucking Run Generator will mich einfach nicht in Ruhe lassen. Der will einfach, er hört einfach nicht auf. Okay, dass ich fliegen kann, ist wichtig. Der gibt mir die ganze Zeit Tante Jacob. Lässt mich einfach nicht in Ruhe. Fliegen ist so wichtig. Aber ein kleines Damage-Up wäre auch sehr wichtig. Also, mal schauen, wie das noch laufen wird. Okay, ist hier was? Geh weg. Oh, es war Ace of Hearts. Das heißt, ich kann hier mal eben rein. Guppy's Paw. Also, wenn ich Guppy werden würde, hätte ich natürlich auch nichts dagegen einzuwenden. Alter, wer lebt denn? Oh, warum lebst du noch? Was soll denn das? Fliegen hilft ungemein. Ja, yeah. Auf jeden Fall. Ich hätte man so viel mehr Movement-Möglichkeiten direkt. Und Fünfer. Starke Ausbeute. Mal weg. Das wäre auch ein guter Ace of Hearts-Raum übrigens gewesen. Zwei Bomben. Ah, Sick Room wird wahrscheinlich da unten sein. Den Raum hätte ich schneller machen können. Warum ist der Sick Room nicht hier? Hier unten vielleicht? Ja. Yeah. Noch mehr Geld? Ja, ich muss definitiv in den Shop noch dann reinschauen. Ich
Ranger Run wäre wirklich gut, wenn ich irgendwas bekomme, das meinen Damage ein bisschen erhöht. Ach, shit. Update, der Run ist tot. Gute Neuigkeiten. Der Run wird nicht mehr lange leben. Was haben wir hier? Ah, Isaac's Tears. Und mich auf den Schalter getrampelt. Warum bin ich auf den Schalter gegangen? Da kommt immer nur Scheiße bei raus. Ich habe keine Lust mehr, was auch immer. Fucking Tainted Jacob, so eine Scheiße. Ich werde einfach nichts mit diesem Charakter jemals hinbekommen. Es klappt einfach nichts. Ich habe so viele Stunden investiert und ich kam noch nicht mal jemals nah dran, irgendwas zu schaffen. Es klappt einfach nicht.